Ja, doch, das machen wir. 1,98. Super 95, alles klar. So, Deckel zu. Uiuiui, also Anzug ist schon mal richtig krass. So, jetzt Endgeschwindigkeit. Da bin ich wieder. Jo, hier schön mit WD-40. Erstmal hier den neuen Auspuff einsprühen. Ja, wobei, ich mache erstmal den Motor an. Warte mal. Damit er sich hier schon mal da warm laufen kann. Das ist ja jetzt ein Kaltstart. Alter, wie leise! Boah, geil! So, und jetzt schön einspielen. So, damit er mir auch lecker verhält, vielleicht auch. Hier noch mehr Qualm machen, würde ich sagen, bis gleich auf der Straße. Ja, ne? Oh. So. Geht denn da wenigstens die Luft? Nee, ne? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Die Luft. Mal gucken. Ah, doch. Cool, funktioniert, das ist gut. Ah. Aber wir haben ja hier schon, ja doch, ist noch voll. Und da auch. So, aber Aral ist mir ein bisschen zu teuer von den Spritpreisen her. $1,98, okay. Ja, oder? Wollen wir es machen? Gerade so schön leer. Ja, doch, das machen wir. $1,98. Super 95, alles klar. Wenn wir hier schon mal eh in der Nähe sind, dann geht das. So. Genau. Ja, 10 Euro habe ich mit. So. Jo, da muss was rein. Der ist leer.
So, Super 95. Da haben wir's. Ah, jetzt kommt was. Na, schaffen wir noch die 4 Liter? Jo. Ja, reicht auch. Das reicht auch, muss doch nicht gleich übertreiben. So. Genau. So, Deckel zu. Einmal schön abschließen und dann bis gleich. Jawohl, und hier, da kann man erkennen, die Tanke funktioniert wieder. Hey, super. Das ist doch geil, ey. So muss das sein. So. Der läuft echt gut mit dem Auspuff, ey. Hammer, geil. Und vor allen Dingen, der ist nicht mal so laut, ey. Gott sei Dank. Na, auf jeden Fall. So, jetzt wollte ich einmal die Endgeschwindigkeit testen. Uiuiui, also Anzug ist schon mal richtig krass. So, jetzt Endgeschwindigkeit. Vollgas. Okay. Oh, fast, ja, so ein bisschen schneller wie original. Ja, also 31. Jetzt haben wir hier 32. Laut Tacho. Okay. Ja, das geht. Das ist okay. Ja. Ja. Ja, ist okay. 32, das reicht. Aber die Drehzahl ist so hoch, ey. Boah. Ich glaube locker 9 bis 10.000 oder so Umdrehungen. Alter. Aber der Anzug, ey, der ist sagenhaft, der Anzug. Hammergeil, der Anzug. Na, auf jeden Fall. Ey, ich bin gespannt, wie lange der Tank hält, ey. Ich habe aufgetankt bei 22.400. Ja, mal gucken, wie lange der Tank hält. Das Benzin da innen drin. Na, auf jeden Fall mal gucken. Genau. Alter, es war echt hoch, die Drehzahl, ey. Wahnsinn, ey, wie hoch. Oh, jetzt geht's gleich bergab. Alter. Boah, wie hoch. Ach, jetzt drosselt er ab, okay. Gott sei Dank. Boah. Wahnsinn. Ja, ich gehe lieber vom Gas. Lieber so. Reduzieren oder so, wenn das geht. Ne? Und ja, ist einfach gesünder für den Motor. Ne? Aber ich habe da schon eine Idee, wie ich das mache. Äh,
Ja, es gibt auch gedrosselte CDIs dafür. Vielleicht kaufe ich so eine. Ne? Doch jetzt. Drehzahl des Todes, ey. Boah, Alter. Wahnsinn. Aber ich sehe schon, ja, bei 33 ist Schluss. Selbstwerk runter. Da ist Schluss. Ja, reicht doch dicke die Drehzahl, ey. Alter. Boah. Wie heftig. Boah, Wahnsinn. Boah. Ah, der kühle Wind, ey. Boah. Hammergeil. Genau. Boah, der Kolben und der Zylinder, der tut mir so leid. Alter. Drehzahl des Todes, ey. Boah, nee. Wahnsinn. Na, jetzt wieder leicht bergauf, 31. Ja, ist okay. Na, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Na, boah. Drehzahl des Todes. Oh Mann. It was at this moment that he knew. He fucked up. Aber ich glaube auch, die ist gedrosselt, die CD. Na? Later. Boah, aber wie heftig, ey, die Drehzahl ist, ey. Boah, krass. Alter. Aber ist das geil. Meine Tango funktioniert wieder. Das ist gut. Auf jeden Fall. Das ist echt gut. Aber der Klang, ey, vom Auspuff, der ist hammergeil. Oh. Ja, da muss ich immer ein bisschen Gas geben. Sprit verfeuern. Genau. Jawohl. Und ist wie gesagt gedrosselt mit Gaszug. Ja. Da. Boah, ist das geil. Hammergeil. Jawohl, alles klar. Dann, liebe Leute, bis
dann, wie gesagt, bis zum nächsten Video. Haut mal rein. Ciao.